ersten Morde wählte ich die perfekten Ziele. Oh, Thorsten, vor ein paar Jahren in den PS1-Originalen hat uns sowas hier noch echt vom Hocker gerissen. Heute wirkt es eher unfreiwillig komisch. Ja, ich dachte erst, es wäre so ein Urlaubsvideo von Familie Stange aus den 80ern. Aber da ging es ja auch ähnlich zu. Mutter, bitte nicht. Das passt ganz gut. Aber in Wahrheit sind wir im neuen Twisted Metal, das auch nur Twisted Metal einfach heißt und dementsprechend wohl ein bisschen so die Serie neu starten soll. Ja, in Sachen Technik ist man so ein bisschen, ja, klassisch geblieben. Das Ding sieht nicht wirklich spektakulär aus, aber dafür sind die Maps sehr groß und sehr zerstörbar. Und es gibt relativ flotte Action. Und es gibt interessante neue Vehikel wie diesen Hubschrauber und den Eiswagen vom Sweet Tooth, der sich in einen Roboter verwandeln kann. Und überhaupt haben die Kannen extrem abgefahrene Special Moves. Also der Abschleppwagen kann mit Autos werfen, es gibt einen Krankenwagen, wo man Patienten rausschießen kann. Wunderbarer Blödsinn. Ja gut, ob das jetzt wunderbarer Blödsinn ist, kann man drüber streiten. Es ist auf jeden Fall Blödsinn. Für mich war die Serie ja schon immer Blödsinn. Schöne Grüße auch an Mike Bütteführ, der anderer Meinung ist. Aber wenn man auf völligen Irrsinn steht, dann hat man sicher seinen Spaß mit dem Ganzen. Man braucht allerdings sehr viel Zeit, um sich in die wirklich völlig überladene Steuerung einzuarbeiten. Nach ungefähr 2 Stunden macht es dann Klick und man hat alles drauf. Aber es bleibt immer so ein bisschen Arbeit und es ist so eine gewisse Liebesmühe, die man hat, um sich dieses Spiel wirklich beizubringen. Dann macht es aber Spaß, vor allen Dingen online. Was leider nicht so gut funktioniert. Ach, das ist so frustrierend. Das Ding hat so seine Macken und Krankheiten, die echt nerven. Also die Serverstruktur in Deutschland ist anscheinend noch nicht so richtig doll. Man wartet recht lang auf Matches und es gibt auch öfters mal Verbindungsabbrüche. Aber dafür gibt es online die besseren Modi als im Singleplayer. Überhaupt muss man sagen, dass Twisted Metal traditionell ja ein Spiel für Mehrspielerfans ist. Und jetzt zwar gibt es einen Solo-Story-Modus, der eben mit diesen kranken Zwischensequenzen ausgeschmückt ist, aber am Ende des Tages, wer auf Online-Party und Action steht, der kann damit was anfangen. Alle anderen werden wahrscheinlich irgendwie nach 2 Stunden sagen, so wie ich übrigens. Habe ich schon gesagt? Ich sag's nochmal. Aber vielleicht gibt's ja Leute, die vermissen das Genre der Autokampfspiele. Was gab's da auch großartig auf der PS3? Full Auto? Bah, es ist gab, das schon irgendwie besser. Vorsicht, es gab mal, ich weiß, glaube ich, PS2 war das, dieses unfassbar beschissene Ding mit den Wrestlern in den Autos. Kannst du dich erinnern? Oh Gott, ja. WWE Crush Hour oder so ähnlich. Oder Crash Hour oder keine Ahnung. Da sind dann so die Wrestler in Autos rumgefahren. Da ist das schon echt besser. Auch wenn es ein ganz schön sperriges Ding ist, hier kann man durchaus Spaß haben. Ist ein solides Ding. Ja? Ein solides Auch wenn es uns Ding. Nicht interessiert, Thorsten. Ja, mit solides Ding, das erzählst du mir jedes Mal. Und am Ende des Tages ist dann auch nur heiße Luft. Was? Mir fehlen die Worte, Thorsten. Wollen wir noch irgendwas zu Twisted Metal sagen? Ernsthaft? Ja, ich empfehle es allen, die Mike Bütteführ heißen. Perfekt. Kauft es. Perfekt. Noch nie hast du so eine gute Kaufempfehlung getroffen. Oder ausgesprochen. Und hey, es gibt Bosskämpfe gegen riesige Monster-Trucks. Das muss man doch respektieren.